Mithilfe des Maschenstiches kannst du prima Teile miteinander verbinden. Du kannst aber natürlich auch den Maschenstich nachträglich aufsticken oder einsticken in dein Strickstück, zum Beispiel wenn sich irgendwo Fehler eingeschlichen haben oder wenn du einfach ein andersfarbiges Muster haben möchtest. Ich zeige dir heute, wie du den Maschenstich aufstickst. Dazu sagen wir mal, wir haben ja hier eine horizontale Reihe in einer anderen Farbe. Wir möchten jetzt hier noch eine vertikale einfügen. Dazu stichst du, wir fangen hier unten an, schaust dir deine Maschen genau an. Wir wollen diese Reihe vertikal hochsticken. Dazu stichst du einmal von unten in die untere Spitze so einer Masche ein. Also du siehst ja, die Maschen haben immer so diese Schlaufen und unten führen sie zusammen. Das heißt, hier unten entsteht so eine kleine Spitze. Da führst du die Nadel von unten nach oben ein und bildest dann die Masche ganz genau nach, indem du eben hier die Schlaufe nachbildest. Du führst die Nadel einmal von oben nach unten dort ein und holst sie auf der anderen Seite der nächst darüber liegenden Masche wieder raus. So. Und führst die Nadel dann nochmal von oben nach unten in das erste Loch hinein. Es geht dann weiter nach oben. Die nächste Masche liegt darüber, da stichst du wieder durch die untere Spitze raus mit der Nadel. So. Und führst die Masche dann wieder nach, hoppla, indem du einfach oben einmal von rechts nach links den Faden so hindurch holst und genau diese Schlaufe der Masche nachbildest. Dann wieder in die untere Spitze hinein und Nadel auf der anderen Seite rausholen. Jetzt geht es weiter mit der darüberliegenden Masche. Nadel durchholen. Schlaufe nachbilden. Und Nadel wieder zurück stechen. So kannst du natürlich beliebige Muster, Herzchen, Blümchen, andere Muster andersfarbig einsticken in ein einfarbig gestricktes Stück, ohne dass du gleich mehrfarbig stricken musst oder mit Intarsia arbeiten musst oder was auch immer. So, ich führe das mal jetzt noch bis oben weiter durch. So, ich glaube, bis ganz oben komme ich jetzt wahrscheinlich mit dem Faden gar nicht, aber ich glaube, das Prinzip hast du verstanden. Du kannst dann das noch so ein bisschen zurecht zupfeln. So, und fertig ist das eingestickte Stück.